Huch, ist da was auf meinem Gesicht? Ich denke, da ist nichts auf deinem Gesicht. Und damit, Kay, hey yo Leute, was geht ab? Nach viel, viel, viel zu langer, verbuggter Zeit, Paper Mario The Origami King Refolded. Ganz genau. Ihr fragt euch jetzt, vor allen Dingen neue Zuschauer, what the hell, woher kommt dieses Video jetzt aus dem Nichts? Ich habe vor einem Monat roundabout Paper Mario The Origami King Refolded angefangen und dort kam es tatsächlich zu dem Fauxpas, dass das Spiel einfach gefreezed ist, ab dem Punkt, wo Olivia von diesem Stift getroffen wird. Und das konnte ich jetzt beheben, indem ich einfach die 60 FPS-Mod ausgemacht habe. Ja, es ist so einfach, hat aber einen Monat gedauert. Reden wir nicht drüber. Und jetzt sind wir hier und freuen uns, dass es weitergeht. Vor allem, ich freue mich total, dass es weitergeht, denn während wir nicht da waren, gab es legit eine neue Version. Das heißt, wir haben jetzt deutsche Sprachausgabe und ein, zwei Sachen vom UI wurden geändert. Dazu kommt, dass Texturen verändert wurden und es weniger Bugs gibt, wenn Gegner sich bewegen. Also für die, die jetzt schon länger auf jeden Fall hier dabei sind, die freuen sich natürlich des Todes. Und für euch Neue verlinke ich das Let's Play nochmal oben auf dem i. Und oh, holy shit, sind das viele Stifte. Oh, da wäre ein Herz. Oh, ich hätte das schon gerne. Kommt nichts mehr? Oh ja, doch, doch. Ne, ich bin safe jetzt. Oh, bitte sag mir nicht, da kommen jetzt hier noch welche, oder? Ey, bitte nicht. Das war nicht der Deal. Oh, alles klar, einfach Bazooka-Stifte. What the hell? Let's go, da wären wir auch schon. Hier gibt es erstmal ein Herz, das wir gar nicht so brauchen, und speichern. Imagine, wie lange wir beim letzten Mal gebraucht haben. Das sieht weird aus. Das ist ein Toad? Baba, gerettet! Ich dachte schon, dass man mich mit all den zerbrochenen Stiften in den Müll wirft. Vielen Dank, Baba! Wir speichern nochmal, wir haben mehr Toads. Ich habe, by the way, alle Toads in dem Turm bisher geholt, glaube ich. Weil tatsächlich habe ich dieses Tower-Level jetzt schon seit der letzten Aufnahme 38 Mal wieder gespielt. Immer mit anderen Dingern. Ich habe zwischendurch sogar mal getestet, irgendwie mit Fliegenmods über diese Mauer zu kommen, dass wir weiter können, aber geht alles nicht. Da ist das Ende der Luftschlange. Und direkt mitten drauf das Gesicht. Das ist von meinem Bruder. Anscheinend will er, dass jeder weiß, wer hinter all dem steckt. Mal sehen, ob wir dieses Ding losbekommen. Ha, ich versuche mal von unten dran zu springen. Das klingt super. Aua. Es tat weh. Ha, kannst du dich ein bisschen besser springen? Close, sehr, sehr close. Das war knapp. Könntest du diese Dinger nicht endlich mal in Ruhe lassen? Hey, wer hätte gedacht, dass du alles hier über alles hier im Bilde bist? Wer ist er denn? Der Kunststifter Buntstifte. Ist auch ein Premium-Name. Ich bin es so leid, dass Kunstbanausen wie du meine ganze harte Arbeit ausradieren. Wahrscheinlich hast du noch nie von mir gehört, was? Dachte ich mir. Wo warst du überhaupt das letzte Mal in einem Museum? Tatsächlich, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge. Pff, da brauchst du mir gar nicht zu antworten. Mir wird's hier langsam zu bunt. Versteht ihr? Weil ich ein Buntstift bin. Und dir werde ich noch eine Lektion in Sachen Kunst erteilen. Ich bin es. Buntwart von und zu Stiftus, der Zwölfte. Zu meinen Ahnen zählen sogar Ölfarben. Ich repräsentiere die Bedarfsbrigade. Alles klar. Tja, sobald ich dein flaches Gesicht vollgekritzelt habe, werde ich es in einem Museum mit all meinen anderen Kunstwerken ausstellen. Mach das. Bürobedarfsbrigade? Buntwart von und zu schieß mich tot? Tut mir leid. Ich nenne dich einfach Buntstifte, ist das okay? Mein Bruder schickt dich, um uns aufzuhalten. Das dachte ich mir schon. Du redest voll geschwollen und kannst auch gut malen. Aber hast du mal was von Mario gehört? Es ist der one and only Mario in dem 120.000 Euro breit gebauten Range Rover. Ja, genau der. Dachte ich mir. Mario hat's echt drauf. Und er hat einen Schnurrbart. Und er wird's dir so richtig zeigen. Und er ist Mario. Stimmt doch, Mario, oder? Oder? Ich denke, das lässt sich soweit einrichten. Also, hoffe ich zumindest. We will see. Ich freue mich. Er zittert vor meinem künstlerischen Arsenal aus 12 verschiedenen Buntstiften. Eure Papierkörper sind meine Leinwand. Er ist ganz crazy drauf. Okay. Leg dir die Pfeile zurecht. Wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Was tut er? Ziele erfasst. Dieser Fallkreis sieht für mich aber nicht so aus, als könnte man ihn verwenden. Ja, man muss ihn erst einschalten. Das Ganze kennen wir schon. Und wenn nicht, ich habe das ganze Projekt mal gestreamt. Und, Guys, natürlich werden wir dieses wunderbare Projekt noch einmal streamen. Wäre ja cringe, wenn nicht. Und zwar, wenn die Vollversion draußen ist. Ich hoffe, ihr freut euch genauso darauf wie ich mich, weil es wird mega Hype.
Vermeide Felder mit Fangkreuz. Schleiche dich hinter ihn und mit dem Hammer. Ich hab doch keinen Hammer, oder? Durch das neue Update wurde mir mein Hammer weggenommen. Ich hab doch nur noch... Alle daneben? Nein, meine Stifte sind perfekt. Mit dem Ziel stimmt etwas nicht. Ich hab nur noch den Bebenhammer. Ich hoffe, der tut's trotzdem. Ja, tut er. Natürlich kein Exzellent. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Mein Deckel ist zu und ich kann die Stifte nicht mehr stoppen. Ich kann mich gar nicht mehr an die Spiele erinnern. Die Stifte in ihm selbst explodieren. Ist das nicht krass? Sein Mundwerk scheint seine Schwachstelle zu sein. Ich mag es, dass der so easy ist, in Anführungszeichen. Gut, ist ja auch der erste Bürobedarfsbrigaden-Boss, aber trotzdem. Oh, wir sollten hier uns vielleicht ein bisschen rechts runter, genau. Dann stehen wir nämlich straight up vor ihm. Da fühle ich mich minimal sicherer, wenn wir da jetzt mit den Faltarmen draufschlagen. Kann aber auch ein Fehler sein, die Faltarme zu usen. Ich weiß es nicht. Da greifen. Schließen. Und jetzt draufhauen. Ha, netter Versuch. No, das war ein Fehler. Du kannst nichts, oder? Deine Darbietung verdient beißende Kritik. Okay. Wir müssen weiter draufhauen einfach. Immer draufhauen. Von hinten wieder, damit die Stifte in ihm explodieren. Okay. Okay. Beruhig dich. Jetzt ruhig. Wir bleiben entspannt. Wir sind doch ganz cool hier. So, er steppt hier runter. Ohne zu sterben, ja. Und der hier. Da können wir zweimal attacken, wenn ich alles richtig gemacht habe. Oh, please. Ja, okay. Ganz, also, wichtig im Sinne von, wir machen 2 Damage mit dem Hammer, okay? Aber es ist trotzdem Damage, so. I mean, Damage ist Damage. Und da ballern wir zweimal mit dem Hammer drauf. Why then not? Vor allen Dingen, weil die ja keine Haltbarkeit verlieren. Excellent. Nur Spitze, egal. Ich bin zufrieden. Und jetzt macht's wieder Ratatata. Let's go. Okay, ich würde sagen, einfach nochmal Hammer. Weil, I don't know. Vielleicht jetzt vorne in seinen reden. In seinen Mund rein. Ich glaube, es ist richtig. Oh, bitte. Ich habe immer Zeitprobleme, denke ich, aber ich habe gar keine Zeit. Vor allem, weil ich das Spiel ein bisschen schneller gestellt habe im Emulator. Nicht wundern, falls es ein bisschen schneller ist. Um 20% ist es schneller. Jumpen fühlt sich hier richtiger an. Wir probieren's. Let's go. Exzellent. Ja, Springtiming habe ich draufgesetzt, aber das wissen wir ja schon. Gib ihm das Hammer-Timing. Oh, viel zu früh geblockt. Oh mein Gott, was habe ich getan? Jeder, der kann einfach an mir herumkritisieren. Ich verlange Respekt für meine Kunst. Hier kommt meine super-duper Regenbogenrolle, mein Meisterwerk. Und ich widme es nur dir. Das ist jetzt schon die nächste Phase, oder? Brauchen wir jetzt schon die Faltarme? Ich weiß es nicht. Wir nehmen die Faltarme, komm. Was kann denn schon passieren, außer Tod? Ich hoffe, dass das so auch zählt. Keine Ahnung. Doppelte Angriffskraft schmeckt gut. Keine Ahnung, ob das jetzt zählt. Okay, vielleicht doch. Keine Ahnung, was überhaupt passiert. Also. Stechen. Oh mein, das sieht so schmerzhaft aus, aber ich erinnere mich. Komm. Nein, er lebt noch. Nein, meine schönen Stifte. Weißt du eigentlich, wie teuer so gutes Material ist? Aber ich habe auch ohne Stifte etwas auf dem Kasten. Ja, nö, gar nichts hat er. Einfach null Damage gemacht, der Jute. Okay, wir steppen nach rechts. So, jetzt, ich zünd ihm alles rein, was geht. Doppelte Angriffskraft, doppelte Attacke und halt attacken. Holy shit, der Typ leidet aber ganz schön. Da geht kein Hammer. Schaut euch das an, da geht kein Hammer. Weil der ist genau da, wo wir hammern würden, ist er geknickt. Holy shit. Bro, der tut mir so hardcore leid. Da ist er aber auch down. Let's go. Ja, unmöglich. Besiegt von einem beliebigen, untalentierten Stück Popkultur. Du hast besser ausgesehen, als du noch Jump and Runs gemacht hast. Ich weiß jetzt, warum überall draufsteht, für Kinder unter 3 nicht geeignet. Imagine, Kinder fangen an, mit ihren Stiften auf der Box rumzuhauen, die explodiert einfach. Hey, ein neuer Faltkreis ist aufgetaucht. Sieht fast so aus, als wäre er von diesem Stiftkasten gekommen, den du gerade besiegt hast. Vielleicht ist er wichtig. 1, 2, 3. Damit wäre die rote Luftschlange beseitigt. Glückwunsch, rote Luftschlange gelöst.
gelöst sowie Rätsel. Schnipsellimit hat sich ebenfalls erhöht. Daran kann ich mich noch erinnern. Wir können, je weiter wir im Spiel kommen, immer mehr Schnipsel mitnehmen. Und das ist mega nice. Das ist mega nice. Das war toll. Wir haben beide etwas zum Ergebnis beigetragen. Ich wusste doch, dass wir ein Super Dream Team sind. Hey, du kannst jetzt schon viel mehr Schnipsel tragen. Sag schon, wann gibt's eine Konfetti-Party? Na gut, das war aufregend. Aber es gibt noch ein paar mehr Luftschlangen zu lösen. Also, welche Farbe sollten wir uns nächstes vornehmen? Ja, ich würde sagen blau. Ah ja, richtig, die blaue auf dem roten Berg. Wir können genauso gut da anfangen. Vielleicht sogar am besten da. Denn von hier aus sieht das echt richtig schön aus. Ja, tatsächlich. Ist mir auch gerade spontan aufgefallen. Der ist so ein schöner roter Berg. Oh, wir können da durchgucken. Könnt mich mal safe nicht. Sehe ich aus, als wäre ich Multimilliardär. Müssen wir jetzt alles wieder runter? Ja, let's go. Ich denke mal, das sieht so aus, als würde diese wunderbare Bahn auf den Berg da hinten fahren. Und wir gehen dann einfach mal hier hoch. Und ich brauche im Hintergrund, wie hier diese Koopas rumfliegen. Es sieht richtig idyllisch aus. Ihr habt es geschafft. Endlich bin ich aus dieser misslichen Lage gefallen. Stimmt, der war eingesperrt in die rote, so ein bisschen. Ja, ich erinnere mich. Möchtet ihr jetzt zur Herbsthöhe fahren? Ah, solange es ist. Also, Baba, kann ich kaum fahren. Ich kann es kaum erwarten, wieder Seilbahn zu fahren. Es macht super Spaß. Baba, genau da wollen wir hin. Stimmt's, Mario? Es sieht nämlich ganz so aus, als würde die blaue Luftschlange da oben hinführen. Ey, hier wartet noch ein anderer Passagier. Also, entscheidet euch. Baba, die Seilbahn nehmen? Ja, let's go. Wieder wartet noch jemand anderes. Ey, warum geht es denn nicht los? Alles in Ordnung da draußen? Alles in bester Ordnung. Die letzten Passagiere nehmen ihre Plätze ein. Und los geht's, Baba! Ab auf die Herbsthöhe! Dann steigen wir da doch mal ein und gucken, wer da drin auf uns wartet. Wow, das ist ja mal super klasse. Wir sind ganz hoch oben. Der Ausblick ist so toll und diese Berge sind so riesig. Siehst du das, Mario? Berge hier, Berge da. Überall sind Berge. Warum hat mir niemand gesagt, dass die Welt so wunderbar sein kann? Ja, du bist zum ersten Mal auf Reisen, was? Oh, hast du geschlafen? Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufwecken. Das ist alles nur so aufregend für mich. Mario hier und ich, wir haben ein Ziel. Der großen blauen Luftschlange zu folgen. Und was ist mit dir? Was bringt dich heute zu dieser wunderbar schönen, lecker, schmeckotastischen Seilbahn? Mich? Naja, ich bin Bob-Bob. Und an mehr erinnere ich mich eigentlich nicht. Ach ja, ich habe eigentlich keine Lunte, aber darüber rede ich jetzt erstmal nicht. Du weißt schon, wenn man sein Gedächtnis verloren hat oder vielleicht nur verlegt. Jedenfalls, genau das habe ich. Und jetzt bin ich ganz allein auf Reisen gegangen, um mich an, nun ja, alles zu erinnern. Mein Zuhause, der Sinn des Lebens, all sowas. Du hast dein Gedächtnis irgendwo verloren und jetzt hast du gar keine Erinnerung mehr? Ach du Ärmster! Ich habe eine ganz, ganz super klasse tolle Idee. Du könntest uns auf unserer Suche begleiten. Und wir helfen dir dabei, deine verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. Und auf dem Weg dahin ganz, ganz viele neue zu schaffen. Was meinst du, Mario? Wäre das nicht toll, wenn noch jemand ein bisschen mitkommen wird? Zum Chillen und so? Was? Wirklich? Aber ich möchte euch beide doch nicht belästigen. Es ist ein freundliches Angebot, doch ich kenne doch nicht mal irgendwelche Tricks. Ich wäre nur in the way. Ich meine, ich ließe mich vielleicht dazu überreden, wenn ihr das wirklich wolltet, aber ich glaube, der will schon. Der will ganz dringend mit uns mitkommen. Na gut, kein Problem. Das waren ein paar echt gute Argumente. Du solltest wohl wirklich besser alleine reisen. Ich lasse dich einfach mal in Ruhe. Gute Reise noch. Wow. Guck mal, so viele Berge. Boah, voll krass. Guck mal, Abo-Button unter dem Video. Oh, wie cool. Oh, meinst du, all die kleinen Leute da unten haben schon Like dagelassen? Also... Das Angebot steht noch, dass ich, naja, euch begleiten könnte, oder? Denn ich würde schon gerne, also, euch begleiten auf eurer Suche. Du mit dem tollen Schnurrbart und dem großen M. Dein Name ist Mario, richtig? Das klingt so bekannt. Bist du vielleicht ein weltbekannter Abenteurer? Also, darf ich mitkommen? Nö. Also, wer lehnt denn ihn ab? Hurra! Oh, seht mal, der Gipfel von dem Berg ist ganz rot. Das muss die Herbsthöhe sein. Auf einmal hat der Typ Augen. Was ist das denn? Hey, ja, du hast recht. Der Berg da oben sieht herbstlicher aus als nur ein ganzer Sack buntes Laub. Das muss er einfach sein. Dann werden wir wohl bald anhalten. Ich kann es gar nicht erwarten, mir etwas die Beine zu verdrehen. Ich glaube, ich habe Beine. Ich glaube, du hast nur... egal. Ja, jetzt, da wir weiterreisen, sollte ich mich wohl vorstellen. Mein Name ist Bob-Bob. Ich verspreche auch, dir nicht den Weg zu sein, Onkel M. Und dir natürlich auch nicht, Tantchen. Ich heiße Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Okay, Tantchen. Boah, ballert die Musik hardcore.
Damn, ist die Musik krass. Juhu, da wären wir, die Herbsthöhe. Die Blätter sind so rot, dass sie förmlich strahlen. Wunderschön. Das hier ist der perfekte neue Ort für Erinnerung. Stimmt's doch, Bobo? Einfach nur Bob-Up-Tantchen. Aber jetzt los, folgen wir der blauen Luftschlange. Befreien wir erstmal diesen Toad hier. Willkommen auf der Herbsthöhe. Hier sind sogar die Blätter im Winterbund. Oh, Mario, danke, dass du mich gerettet hast. Sprich mich einfach an, wenn du wieder mit der Seilbahn fahren möchtest. Alles klar, damit kommen wir dann wahrscheinlich zurück. Da ist ein Fisch. Wieder ein Dings. Manchmal hatten wir es ja auch so, dass Toads Koopas sind. Und das war auch ziemlich cool. Aber wir haben bis jetzt schon lange keinen Koopa mehr gesehen. Das ist Skipper Toad. Ah, der geht zum Schiff in Toad Town. Ja, das wird später noch wichtig. Spoiler Alert. Ja, hat jetzt genug geredet. Ich will die Welt erkunden. Es sieht so schön aus. Also, nochmal ganz kurz zur Info. Wir spielen jetzt in der 0.62 Version. Und im letzten Video, beziehungsweise in allen ersten 7 Videos, hatten wir nur die Superpilz. Alles klar. Hatten wir die 0.61 Version. Und da gab es noch keine komplette deutsche Übersetzung. Die gibt es immer noch nicht, aber sie ist von 60 auf, ich glaube, 90% oder 91% gestiegen. Also es wurde viel mehr übersetzt tatsächlich. Und das ist natürlich mega nice. So, wir nehmen natürlich erstmal so viel mit, wie wir können hier. Erstmal hier unseren wunderbaren Sack voll machen. Ich glaube, das reicht erstmal. Gibt's hier hinten was? Das sieht sehr sass aus. Lol, hier gibt's wirklich was. Ich kann mich legit nicht mehr dran erinnern. Das, als wir das gestreamt haben, ist ein Jahr her. Für mich ist ein Monat her, seitdem ich überhaupt zuletzt hier aufgenommen habe. Haben wir 10.000 Coins jetzt? Krass. War das hier alles? Ja, dann steppen wir mal hier runter. Da ist ein neuer Gegner und der kommt aus Paper Mario 2. Ich bin gerade dabei, in Paper Mario 2 Let's Play zu schauen, weil ich Paper Mario 2 nicht so ganz mehr im Kopf hatte. Dachte ich mir, yo, gönnst du dir das nochmal? Und da gibt es die Gegner, glaube ich, zum ersten Mal kamen die davor. Hey, das muss eine der Luftschlangen sein, von denen ihr gesprochen habt. Die scheint nach links zu führen. Ich gehe mal nachsehen. Nach links? Bommi, sei vorsichtig, nicht fallen. Ja, einfach Bommi. Bitte nenn mich nicht Bommi. Ich heiße Bob-Up. Entschuldigung, Tantchen. Keine Sorge, jetzt habe ich es mir geweckt. Ich werde mich nie wieder in deinem Namen vertun, Bobby. Aha, Bobby also. Alles Klärchen. Onkel M, sieh dir das mal an. Da kommen wir nicht durch. Was? Eine Sackgasse? Wie sollen wir denn jetzt der Luftschlange folgen? Doofe Sackgasse. Menno. Wie so ein 5-Jähriger oder 4. Holy shit. Diese Felsen sind zu groß, um darüber zu springen. Sogar für jemanden wie dich, Onkel M. Du bist ein Bob-Omb. Könntest du dich einfach wegsprengen? Theoretically. Wenn hier jemand den Weg versperrt ist, dann könnten wir den Berg doch mal ein bisschen erkunden. Das könnten wir actually tun. Ist euch aufgefallen, dass oben, da wo Marios Herzen sind, das sieht auch anders aus, oder? Ich will vor allen Dingen diesen Typen hier, meinem erster Gefremdling. Oh, wer ist denn da? Vielleicht noch jemand, der uns begleiten will. Hä, huhu, Stachelkopf. Hast du Lust, mit uns Erinnerungen zu haben? Nein, Bobby, hör doch auf! Vorsicht, das sind Fallschergen! Die sind todgefährlich! Der Kleine da, der sieht aber überhaupt nicht gefährlich aus. Na gut, ich halte mich fern. Ja, du hältst dich fern, aber ich mich nicht. Erstangriff, rein da. Ich zeige euch das Angriffsschema und dann schneide ich euch jede weitere Kämpfe raus. Wie viele? What? Wie oft dürfen wir angreifen? 2-mal. Bebenhammer. Safe. Bam. Okay, wir müssen 2-mal, damit die alle down sind auch. Holy shit. Die sind stark. Also die in den Schuhen natürlich auch. Okay, die sind down. Die greifen uns an. Bobby kann auch? 20? The heck? Alles klar, Bobby übertreibt komplett. Los, bring es zu Ende. Angriffskraft ist erhöht. Ich nehme die Eisenstiefel und ich hoffe, das reicht auch. Danke, Bobby Meister. What was this? Wir haben ja gar nichts gemacht. Wir haben null Damage gemacht. Also, wenn die in ihrem Schuh innen drin sind, treffen wir die nicht. Let's go. Ey, wie viele Gegner sind denn hier? Ich glaube, ich mache die alle mal weg jetzt und dann machen wir weiter. Damit wäre nun dies erledigt, aber wir bekommen einfach ein Tanuki-Blatt. Fähige Gegner in der Nähe mit einem Wirbelmanöver. Gab es das im normalen Game auch? Ich kann mich actually nicht mehr daran erinnern. Na sowas. Hallo, ihr Fischis. Die Bergfische lieben anscheinend, an Land zu leben. Und sie springen zwischen Felsen. Ist das nicht ein bisschen seltsam? Ich habe zwar mein Gedächtnis verloren, aber irgendwie klingt das nicht richtig. Brauchen Fische nicht normalerweise Wasser? Ja, ich dachte eigentlich auch.
Oh, das ist ein Gegner. Was denn? Ein Boot hier oben? Bobby, du Ärmster. Ich bin keine Abenteuerexpertin, aber mit Booten kenne ich mich aus, die schwimmen. Weil das hier unten rumsteht, das ist also kein Boot. Als du dein Gedächtnis verloren hast, musst du auch die Fähigkeit verloren haben, logisch zu denken. Ja, ich weiß schon, was ein Boot ist, Tantchen. Jetzt geh mal ein bisschen beiseite hier. Weil ein Boot heißt, dass es hier auch irgendwo einen See geben muss. Und wenn das stimmt, dann ist der See ausgetrocknet. Wow, das ist ja unglaublich. Hier ist also ein See. Hey, warte mal, ist das nicht gefährlich? Wir könnten das werden. Schnell, wir müssen hier raus, bevor wir Wasser berühren und so. Das ist nicht gut für Papier. Und wenn hier wieder Wasser ist, dann könnten wir darüber fahren mit dem Boot. Ganz genau. Habe ich auch verstanden. Ja, ist doch Wunderbärchen. Hier ist ein Toad drinne. Das habe ich ganz genau gesehen, Kollege. Aber danke, dass du mich gerettet hast. Ist doch super. Aber, Guys, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, abonniert den Channel, um es nicht zu verpassen, wie es hier spaßig weitergeht. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.